Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe von Optionsstrategien TV. Heute geht es um ein Thema, was die meisten oder eigentlich alle Trader betrifft, aber was die wenigsten machen, nämlich die Durchführung einer ordentlichen Morgenroutine. Und warum man das machen sollte und was in so eine Morgenroutine reingehört, darüber sprechen wir heute. Thema Morgenroutine. Warum oder Tagesroutine? Warum sollte man das überhaupt machen? Die meisten Trader, besonders halt private Trader, kommen früh, setzen sich an ihre Bildschirme ran und sagen dann, okay, schauen wir mal, was heute passiert und dann geht's einfach so los. Das ist natürlich aber ein relativ schlechter Einstieg in einen Handelstag, denn es funktioniert kein Geschäft, indem man sagt, okay, schauen wir mal, was heute wird. Also stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten eine Pizzeria, würden einfach die Tür aufschließen, würden sagen, schauen wir mal, was heute passiert. Und dann würden irgendwelche Leute kommen, würden was bestellen und eine Pizza halt. Und dann würden sagen, oh, schauen wir mal, ob wir überhaupt Zutaten haben und ob wir das überhaupt machen können, ist der Ofen angeheizt. Ich glaube, da begreift jeder, dass das nicht funktionieren würde. Im Trading denken aber viele, dass es so funktionieren würde. Das ist aber nicht so. Eine Morgenroutine ist ganz wichtig, damit man sich auf den Handelstag, die Handelswoche vorbereitet. Und zwar hauptsächlich aus folgendem Grund. Die meisten privaten Trader setzen sich an ihren Schirm und entscheiden dann aus der Emotion heraus, aus dem, was sie da sehen, was sie an diesem Tag machen wollen. Professionelle Händler dagegen, die sagen sich, okay, wenn das passiert, dann mache ich jenes. Wenn das passiert, dann mache ich etwas anderes. Das heißt, die warten darauf, dass gewisse Entwicklungen an den Märkten eintreten und reagieren dann, wie sie es schon geplant haben, eben in ihrer Morgenroutine auf diese Entwicklung an den Börsen. Und das führt natürlich dazu, dass man dann sehr konstant handelt, dass man nicht emotional handelt, sondern dass man eben sich wirklich an einen Plan, den hoffentlich jeder hat, dann auch entsprechend hält. So, wie schaut jetzt so eine Morgenroutine aus? Ich höre immer so, dass dann Leute sagen, ja, ich schaue mir an, was ist nachts in den asiatischen Märkten passiert, was ist im Frühhandel passiert, aber oftmals sind das eigentlich alles nur Ausreden. Viel, viel wichtiger ist es, dass man sich intensiv mit den Märkten beschäftigt, die man auch handelt. Machen wir ein kleines Beispiel. Wenn wir also jetzt, sagen wir mal, deutsche Aktien handeln wollen oder den deutschen Aktienindex, dann ist es natürlich wichtig, dass ich weiß, wie viele Aktien im DAX steigen denn, wie viele Aktien im DAX fallen denn aktuell. Wie viele haben einen neuen 52-Wochen-Hoch, wie viele haben einen 52-Wochen-Tief, also all diese Dinge. Für uns als Optionshändler, wir müssen natürlich darauf achten, wie ist die Volatilität. Das heißt, in meiner Tagesroutine, die ich mir jeden Tag mache, und das dauert keine 10 Minuten, schaue ich mir natürlich an, wie ist beispielsweise der Volatilitätsindex VIX, wie ist die Volatilität der Volatilität, also der VVIX. Wie sind die großen amerikanischen Märkte, also wie ist der S&P 500, wie ist der Nasdaq, wie ist der Russell, wie sind die anderen Märkte, liegen die oberhalb oder unterhalb bestimmter Moving Averages? Haben wir mehr steigende als fallende Aktien? Haben wir gestern hohes Volumen an den Märkten gesehen oder haben wir niedriges Volumen gesehen? Und im Laufe der Zeit, wenn man das Tag für Tag macht, wenn man also sich immer wieder zwingt, diese Punkte abzufragen, kurz in die Charts zu schauen, auf gewissen Seiten nachzuschauen, wo man das abfragen kann, entwickelt man eine viel, viel engere Beziehung zu den Märkten. Man versteht also viel mehr, wie die Märkte sich bewegen, wie sie atmen, in welchen Schwüngen sie laufen, als wenn man sich einfach nur hinstellen würde und sagen würde, schauen wir mal, was heute passiert. Ach, hier könnte ich mal eine Option kaufen, hier könnte ich mal eine verkaufen. Wichtig ist also, dass wir eine tägliche Routine entwickeln und wirklich diese Routine Tag für Tag abarbeiten. Als ich in Amerika war, habe ich einen Händler kennengelernt, der war seit über 35 Jahren in Chicago in den Pits. Und er hat nur einen einzigen Markt gehandelt, das war Weizen damals. Und wir können davon ausgehen, wenn jemand 35 Jahre lang erfolgreich einen Markt handelt, dann weiß der natürlich, was in diesem Markt passiert. Nichtsdestotrotz ist dieser Händler jeden Tag gekommen und hat sich am Morgen hingesetzt und hat etwa 20 Minuten seine Vorbereitungen gemacht. Und ich habe mich mit ihm mal unterhalten und er hat gesagt, natürlich weiß ich die ganzen Zahlen, ich weiß, wo der Markt ist, aber es gibt mir einfach diese Sicherheit, damit ich dann auch erfolgreich am Markt agieren kann. Und wenn wir uns unterscheiden wollen von den vielen Händlern, die am Markt verlieren, dann müssen wir Dinge anders tun. Und eine Morgenroutine, die gehört halt dazu,
Manchmal muss man sich ein bisschen zwingen, das macht nicht immer unbedingt Spaß, aber wie gesagt, es sind 10 Minuten, eine Viertelstunde maximal, die man dafür aufwendet. Und wer das macht und wer das dauerhaft macht, der wird feststellen, wie sich sein Trading wirklich nachhaltig enorm verbessert. Das war's für heute. Immer daran denken, wir traden nicht für den Jackpot, sondern für das konstante Einkommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal hier auf YouTube. Wir sehen uns wieder demnächst bei Optionsstrategien TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, auf Wiederschauen.